bekommen, dass wir aufnehmen? Muss ja mal gucken. Ja, wunderbar. Ja, sehr gut. Dann sage ich einmal ganz kurz Moin in die Runde. Schön, dass ihr da seid. Wir sind jetzt schon auf dem Mittwoch. Das geht alles so schnell. Und ja, der Ralf führt uns heute durch das zweite Teilthema, nämlich das Lernökosystem von der Technika. Und ich freue mich drauf. Lass uns gerne starten, Ralf. Ja, super. Vielen Dank, Thomas. Eine Bitte vielleicht noch an dich. Ich habe heute nur einen Bildschirm und sehe bis in den Chat nicht. Wenn da was ist, dann grätsch gerne rein, wenn was im Chat steht. Ja, so, dann passt das sehr gut. Nicht, dass wir was übersehen an der Stelle. Genau, ja, dritter Tag der TK zu unserem MOOC. Wir hatten gestern eine halbe Stunde echt einen intensiven Austausch. Hat ziemlich viel Spaß gemacht und haben auch viele gute Gespräche und auch jetzt nochmal, ich habe noch auf das Concept Board geguckt, viele gute Rückmeldungen auch bekommen, was so bei euch läuft, wie es bei euch ist im Thema Führung. Heute gucken wir mal so insgesamt auf das Thema Lernen und ich habe euch hier in unserem Concept Board, das ich euch zeige, mal so ein bisschen nochmal bisschen detaillierter aufgezeigt, wie so bei uns das Thema Lernen aufgestellt ist. Habe das mal in vier Bereiche genommen, in das Thema Lernzeit. Das war ein Thema, wo ich am Montag auch gemerkt habe, dass euch das interessiert nochmal. Das Thema, wie bei uns sozusagen die Technik aussieht gerade, LMS, LXP und User-Generated Content. Wir kommen, haben ein paar Lernformen mit vorgesehen, wo wir nochmal ein bisschen streifen können. Da haben wir gestern auch schon bei den Führungskräften drauf geguckt. Und das ganze Thema Kollaboration, Zusammenarbeit, also weg von den Wissenssilos. Das ist so ein ganz großes Ziel von uns, die aufzubrechen. Ich gehe mal ein bisschen runter, wenn ihr möchtet. Und Moderation freigegeben, das Board freigegeben, ja, so könnt ihr so im Laufe der nächsten halben Stunde auch schon gerne mal euch wieder so ein Post-it nehmen und einfach mal so ein bisschen draufschreiben, wie eure Erfahrungen sind im Bereich selbstgesteuertem, selbstorganisierten Lernen im Unternehmen und vielleicht auch so, was so eure Best Practices sind, so ein bisschen mal in Stichworten einfach draufschreiben. Das könnt ihr einfach mal so nebenbei mit dazu machen, weil aus der Erfahrung von gestern, die Diskussion ist sehr reichhaltig und von daher kann man gerne, wenn einem was einfällt, das schon tun an der Stelle. Ja, ihr seht hier, ich habe es mal so ein bisschen, wie gesagt, in vier Bereiche eingeteilt und ich teile das mal so ein bisschen mehr. Im Rahmen unseres Lernfortschritts haben wir natürlich auch geguckt, wie kann es sein, dass wir 70-20-10 bei uns im Unternehmen besser einführen können. Wie kriegen wir die Leute mit, damit das Lernen auch bewusster wird? Und wenn ich mir mal so auf die 70% angucke, wird bei den meisten das Lernen am Arbeitsplatz, das Lernen einfach durch die Aufgabe, wird bei vielen eigentlich vielleicht auch gar nicht als Lernen so richtig verstanden, sondern einfach, das ist ja meine Arbeit. Also mich ein Kunde fragt und ich weiß es nicht und ich gucke es nach, ja, so, und kann dann die richtige Auskunft geben. Das ist ja meine Arbeit. Dass ich aber dadurch schon was gelernt habe, das wird gar nicht so richtig wahrgenommen. Die 20%, dieser Austausch miteinander über Best Practice, hat davor auch schon stattgefunden, aber da haben wir gemerkt, okay, da gibt es noch viel Luft nach oben, um das Thema auch gerade Wissenssilos auch aufzubrechen, zu gucken, wie können wir bei 13 verschiedenen Geschäftsbereichen, die wir bei uns haben, wie kriegen wir da eine Vernetzung und Austausch darüber her? Weil viele sagen, wenn ich in Gesprächen war mit in den einzelnen Einheiten und wir haben über Lernen gesprochen, ja, bei uns ist das aber so und so. Jeder hat so eine besondere Stellung, warum irgendwas auch nicht geht oder warum etwas besonders zu beachten war. Und ich glaube, das kennt ihr vielleicht in der Form bei euch und Diskussionen auch. Ja, so, wenn man die Leute dann zusammenbringt, ist es was anderes. Also haben wir uns schlau gemacht, haben gesagt, okay, wenn wir mehr den Fokus auf das Lernen vor Ort, das Lernen am Arbeitsplatz auch legen wollen, brauchen wir eine Ressource dafür, die es momentan noch nicht so gibt. In unserem Arbeitszeitmodell ist etwas dafür eingepreist. Zeit zum Lernen, das hatten wir schon lange drin, aber das wurde immer so für ganz verschiedene Dinge gebraucht, nur nicht fürs Lernen.
Ja, so, und dann sind wir rausgegangen in die Welt, haben geguckt, was ist los. Wir waren bei Viessmann, wir waren damals bei Audi oder haben mit Audi Kontakt gehabt und mit Adidas über Simon Dückert und haben gemerkt, okay, es gibt da schon verschiedene Modelle von Lernzeit mit einer festen Lernzeit oder mit einer individuellen Lernzeit. Und die lag immer so irgendwo roundabout mal bei 30 Minuten pro Woche bis in dem Höchstfall 2 Stunden pro Woche. Ja, so wurde das so gemacht worden, wenn Leuten ausgewacht war mit den Mitarbeitenden. So, und dann kam das Thema auch bei uns auf und wir haben uns überlegt, okay, was wäre denn gut? Und hatten auch so mal so über den Daumen gepeilt, gesagt, okay, so eine Stunde, wenn wir die hätten in der Woche zum Lernen, als Auftakt, um den Leuten die Ressource zu geben, das wäre gut. Und haben das auch mit unserem Vorstand diskutiert und haben aber dann auch schon in der Diskussion mit dem Vorstand, auch mit den Geschäftsbereichen gemerkt, ja, das wird nicht überall so hinhauen. Ja, so, wir haben solche unterschiedlichen Aufgaben, komme ich gleich mal zu. Unsere Personalvorständin hat mich dann einmal gefragt und gesagt, Mensch, Herr Kohl, für was brauchen wir denn diese Lernzeit? Was ist denn da so wichtig daran? Ja, und dann habe ich gesagt, es geht es nicht unbedingt um die 60 Minuten oder um die 30 Minuten. Es geht um Verständnis dafür, dass ich an meinem Arbeitsplatz mir Dinge auch erarbeiten kann, erlernen kann, die ich so in der normalen Aufgabe nicht erledigen kann. Das ist für uns das Wichtige. Und für mich ist eigentlich die Lernzeit, die wir jetzt haben, der erste Schritt, eine temporäre Lösung, ja, weil wir eigentlich irgendwann hinwollen, dass wir sagen, okay, über Lernen muss ich eigentlich gar nicht mehr reden. Das ist so, ich habe so die Haltung dazu, wenn ich das brauche, kann ich das lernen, ich kann meine Ressource nehmen, weil wir lernen ja nicht den Selbstzweck, sondern wir lernen ja, damit wir besser werden können. Ja, das heißt, wenn ich jetzt investiere in Lernen, in Zeit und dadurch meine Arbeit schon erledigen kann, zahle ich ja auch irgendwann auf Produktivität ein. Und das ist ja beim formellen Lernen nicht anders gedacht. Ja, so, ich bringe den Leuten was bei in dem formellen Umfeld und dadurch können die ihre Arbeit besser erledigen. Also hat sich das Management bei uns darauf geeinigt, dass wir eine Lernzeit einführen und so wie ihr es hier auch ein bisschen sehen könnt, ja, dass das vom Management das Management die Erwartung gilt, so diese Zeit zur Verfügung zu stellen. Und zwar je nachdem, wie es umsetzbar ist. Und wir haben einen Bereich, der bei uns natürlich ganz viel Kundenkontakt hat, das ist unsere Telefonie. Da haben wir auch circa ja, roundabout 1500 Leute beschäftigt, die jeden Tag telefonieren. Und da ist es natürlich die Zeit durchgetaktet wie am Fließband. Ja, ich komme morgens ins Büro, ich habe eine Aufrüstzeit, nennt sich das bei uns, mein Rechner hochfahren, die wichtigsten Informationen zu lesen. Und dann geht es eigentlich los, dass für mich ständig das Telefon klingelt und ich dann für Pausen mich ausloggen kann. Aber ansonsten bin ich den ganzen Tag drin und berate die Kunden. Und wie bekomme ich jetzt da noch eine Lernzeit hin, wenn da gerade ja, zum Jahresende, wenn gerade bei uns ist das Peak, wenn ganz viele gerade anrufen? Ja, so wie kann ich denn da noch dabei lernen? Das war eine längere Diskussion und mittlerweile hat dieser Geschäftsbereich hat es geschafft zu sagen, okay, sie haben sich in ihr Arbeitszeitmodell und für die Mitarbeitenden eine Ressource geschaffen, dass die sich, wenn es gar nicht gerade der Peak ist, herausnehmen können, zu sagen, ich lerne jetzt. Und diese Zeit können sie sich buchen und das zählt für sie wie eine ganz normale Arbeitszeit. Und das hat es vorher nicht gegeben. Ja, so. In anderen Bereichen, wo es vielleicht nicht so getaktet ist, haben wir eine Stunde, eine halbe Stunde, also je nachdem, wie es so passt, wurde das gemacht. Und dieses Verständnis ist auch da. Ne? Und wir haben eine Empfehlung ausgegeben damals, was wir damit auch inhaltlich wollen. Und das war so der Auftakt dazu. Also ihr seht, hier ist nichts Fachliches drin, sondern einmal so, wie kann man das ausgestalten und was braucht es dazu? Und diese Diskussion haben wir dann auch im Endeffekt, hat sich was verschoben, sehe ich gerade. Darunter. So. Diese Diskussion, die führen wir auch heute noch. Also wenn heute noch gefragt wird, wozu brauchen wir Lernzeit? Das vielleicht mal so als erster Input zum Lernzeit. Weiß nicht, Thomas, ob da schon Fragen, irgendwas gekommen ist?
Nee, bisher noch nicht im Chat. Also bringt euch gerne über den Chat ein oder natürlich noch lieber gerne mit Bild und Ton. Wenn ihr die Hand einmal kurz hebt, dann hilft uns das ein bisschen beim Zuordnen. Ja, genau, René. Genau, hallo. Erstmal, toll, dass die 1500 Mitarbeiter, die in der Telefonie arbeiten, obwohl es so durchgetaktet ist, dass dort auch geschafft wurde. Jetzt wurde eben gerade gesagt, die können sich die Zeit buchen. Ja. Das fand ich ganz spannend. Wie buchen die sich die Zeit als Lernzeit? Worüber? Genau, also es gibt bei uns ein elektronisches Tool, ja, so in dem quasi festgelegt ist, also wo ich melde mich morgens an mit meinem Rechner und ich melde mich dann auch für die Telefonie an. So, und dann bin ich da angemeldet, ja, so, und dann wird es elektronisch erfasst, dass ich jetzt in der Telefonie bin. Wenn ich jetzt, was weiß ich, mir eine Pause nehme, gebe ich den Grund an, warum ich jetzt nicht in der Telefonie bin, damit es damit die Steuerung auch weiß, wo können die Gespräche landen. Und genauso wie die Pause gibt es jetzt eine Ressource für das Thema Lernen. Das heißt, ich kann eingeben, ich bin jetzt am Lernen und bekomme keine Gespräche zugesteuert. Und müssen die das mit einer gewissen Vorlaufzeit machen? Also dürfen die das spontan machen? Weil da besteht natürlich schon die Gefahr, wenn irgendwie alle Mittwochmorgen auf die Idee kommen, heute ist morgens Lernzeit, dann ist das wahrscheinlich doof, ne? Genau. Also das ist natürlich hier sehr individuell. Da gebe ich dir recht. Das kann ich sagen, ne? Wenn es gerade, weiß ich, die Telefondrähte heiß glühen und alle sagen, ne, ich fange jetzt an zu lernen. Also dieses Commitment gibt es, zu gucken, also dass es also gerade kein Peak ist. Das heißt, es sind gerade alle in, das heißt gerade all in, alle müssen telefonieren, damit wir unsere Service-Standards halten. Ja, so es gibt natürlich Zeiten, wo was besonders ist, wenn ich jetzt das Jahresende nehme. Da kommen, also so um Weihnachten rum, fällt vielen ein, nochmal, ich habe noch was bei der Krankenkasse zu klären, ja, so, und dann wird angerufen, oder es gibt Änderungen, ne, Beitragssatzänderung oder keine Änderung oder, ne, sondern dann kommen ganz viele Fragen dazu von unseren Kunden, und dann ist es Agreement, nee, okay, das ist klar, kann nicht gelernt werden, aber es gibt auch Zeiten, in denen es etwas ruhiger ist. Und dann können die ohne weiteres sagen, okay, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich lernen, jetzt habe ich mir vielleicht ein paar Themen bei mir aufgeschrieben, die ich mir immer schon mal angucken wollte, ja, so, und können sich dann diese Zeit dafür nutzen, alleine oder zusammen. Ah, okay. Und ist es so, dass sie dann trotzdem noch die Freigabe ihrer Führungskraft, ihrer Teamleitung brauchen oder können die das dann, also das nur können, damit ich mir das jetzt so, ja? Das können die dann. Wenn können die dann selbst entscheiden, tatsächlich. Okay. Wenn es jetzt natürlich brennen sollte, geht die Führungskraft auf sie zu und sagt, hey, tut mir leid, ich muss dich stören, ja, so, aber du musst wieder telefonieren. Das würde dann schon kommen, ja, so. Aber wenn das läuft, ist es dann für jeden frei. Okay, super. Also Eigenverantwortung, Vertrauen und gesunder Menschenverstand, ne? So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ne? Genau. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank, René. Dann haben wir als nächstes den Norman. Ja, ich hänge mich an René kurz ran. Da ist gerade noch eine zweite Frage entstanden. Gab es sozusagen eine Art Lernphase im Sinne von Lessons learned? Das wird missbraucht. Also gibt es, da stelle ich mal vielleicht auch solche, die sagen, ach ja, halben Tag lernen finde ich auch super. Finde ich total gut, da muss ich nicht telefonieren. Oder ist es sozusagen so eng begrenzt, dass man sagt, du hast jetzt dein Kontingent für die Woche ausgeschöpft? Wie eng steuert ihr das oder wie es ja eigentlich gerade benannt wurde, positiv Vertrauensebene? Also es ist eine positive Vertrauensebene. Es wird nicht geguckt, was die Leute lernen aktuell. Gab da auch die Frage, ne? Die gucken sich Katzenvideos an oder Töpfern in der Toskana, ja, so, was machen so einen Kurs, ja, was man nicht braucht, das ging bei uns ein bisschen durchs Haus, ja, so als Buzzword. Aber im Endeffekt ist es frei und sie wissen, sie haben ein Kontingent, auch glaube ich, von einer Stunde. Okay. Das ist bekannt, das ist nicht unendlich, sag alle, ne? Ich mache jetzt da. Sie können sich aber diese Zeit auch aufteilen, das heißt, wie sie diese Zeit nutzen. Ob sie mal das in einer halben Stunde machen oder die Stunde komplett oder mal sagen, okay, nächste Woche, da ist gar nichts, also ich mache jetzt mal 2 Stunden, weil es ein Thema ist und gehe dann nächste Woche, mache ich keine Lernzeit. Das ist dann wieder freigestellt. Das funktioniert dann ganz gut. Meine Kernfrage war eigentlich der andere Punkt, den du vorher genannt hattest, dass eigentlich diese Lernzeit nur ein Zwischenschritt darstellen soll. Genau. Bis die Menschen eigentlich die Organisation verstanden hat, dass Lernen Teil des Arbeitens ist und auch nicht mehr diese Abgrenzung gegeneinander läuft, sondern es ist für mich immer so ein Punkt, wann habe ich das letzte Mal was gelernt? War das tatsächlich immer in einer Lernzeit oder lerne ich eigentlich die ganze Zeit? Gerade auch wieder, ist das jetzt hier meine Lernzeit oder was ist das eigentlich?
Ist es dann so, dass ihr den Eindruck habt oder dass es vielleicht in die Richtung gehen kann, dieses Thema Mischung aus persönlichem Mehrwert und Business-Impact? Also am Ende sollte es ja eine positive Mischung sein. Genau, genau. Also es soll eine positive Mischung sein und es soll sozusagen der Weg dahin sein. Und das ist, was wir als Wettbewerbsvorteil sehen. Wir haben den Zwang des Gesetzes, ja, und uns wird im Gesetz alles vorgeschrieben, was wir tun müssen, was wir lassen müssen, ja, so in dem Zusammenhang. Das wird immer mal geändert, je nachdem, wer gerade Gesundheitsminister ist und wie das gerade so abgeht. Aber die Veränderung kommt da ziemlich schnell. Und unser Ziel ist es quasi, die Mitarbeitenden dahin zu führen, zu erkennen, okay, wenn ich hohe Selbstlernkompetenz habe, dann kann ich mich auch schneller und einfacher auf neue Aufgaben vorbereiten. Na, wir haben im vergangenen Jahr, gerade ich hatte es am Montag schon mal gesagt, über 500 Mitarbeiter, um die 500 Mitarbeitende in ein ganz neues Thema reinnehmen müssen, nämlich das Thema Pflege. Und das ist jetzt für einen Krankenkassler das Thema Pflege ein separates Thema, was man so in seinem normalen Doing gar nicht hat. Ja, so. Und das hat wirklich sehr gut geklappt, natürlich mit sehr viel Engagement der einzelnen, der Fachzentren, die das gemacht haben, aber auch die Mitarbeiter waren gut mitgenommen. Und das ist natürlich auch ein Weg, den wir dann, ein Erfolg, den wir dadurch auch hatten, dass wir den Weg schon vorher früh gegangen sind, dass die Leute ans Lernen herangeführt werden im Arbeitskontext. Ja, danke. Super. Ja, danke, Ralf, für die Information. Ich gucke jetzt mal zwischendurch auch in den Chat. Wir haben noch zwei Wortmeldungen hier. Da komme ich gleich drauf zurück. Ich würde mal aus dem Chat eine Frage rauspicken von der Miriam. Mhm. Und zwar fragt sie, sind die Lerninhalte frei oder gibt es vorgegebene Inhalte irgendwo zum Abrufen? Also die Lerninhalte sind erstmal frei und zum Abrufen, da komme ich gleich drauf. Ihr seht hier rechts Lerncampus stehen, da komme ich mal so auf wo die Inhalte sind. Und kann ich mal euch kurz zeigen. Also das ist da ist ein Riesenangebot da an Lerninhalten. Ja, so. Aber wenn auch jemand sagt, Mensch, ich bin für mich jetzt so fit, ich möchte mich aber mal, was weiß ich, mein Thema Kommunikationskompetenz oder sowas oder Sozialkompetenz, muss ich mal ein bisschen was tun oder so, ein Teamwork, ne, so Teamkompetenz ein bisschen mehr machen, ist es auch frei, mal so etwas zu suchen und sich da Leute zu suchen, die vielleicht auch gleiche Interessen haben und das lernen. Muss nicht immer fachlich auf die Tätigkeit abgestimmt sein, die ich gerade tue. Alles klar. Danke sehr. Dann gehe ich jetzt mal wieder auf die Menschen in Präsenz sozusagen. Caroline, du bist die Nächste. Ja, danke schön. Ich wollte zwei Fragen. Die eine vielleicht ganz einfach. Ist es transparent, wie viel Lernzeit die Mitarbeiter da haben und nutzen? Also wird das irgendwie erfasst? Kann die Führungskraft das einsehen oder so? Und die zweite Frage, ja, oder ja, erstmal so. Ich fange mal die erste gleich in der Richtung, dann geht es vielleicht nicht unter. Es ist transparent, die Führungskraft, und das sind beim Thema Führungskraft und Vertrauen. Die Führungskraft regelt das mit dem Team. Ja, so. Aber ich muss keinen Nachweis führen, wo es heißt, ich habe jetzt die Stunde gelernt oder ich habe sie nicht gelernt. Das ist wirklich auch vom Bedarf abhängig. Ja, so. Und wenn jemand sagt, okay, ich bin jetzt gerade gut dabei, ich muss es auch mal eine Woche nicht lernen, ist es auch okay. Ja, so. Also es ist keine Verpflichtung, es muss ich lernen, weil sonst sage ich wieder, jetzt muss ich was lernen, was ist denn das jetzt? Also es soll wirklich intrinsisch dann auch sein. Ich habe den Rahmen und ich habe da einen Need und den möchte ich jetzt erfahren. Und das kann man natürlich auch im Gespräch, also im Führungskräfte-Mitarbeiter-Gespräch nochmal gucken, auch mal so mal zu sagen, Fremdwahrnehmung, hey, ich sehe bei dir das und das, willst du das mal angucken, also als Empfehlung dann zu machen. Aber es muss dann nicht nachgewiesen werden, ich habe das gemacht. Ne? So. Mhm. Hast du schon ein bisschen die zweite ein bisschen beantwortet, mir geht auch darum zu sehen, ist das auch eine Empfehlung in dem Sinne eines Solls, also kann jetzt zum Beispiel eine Führungskraft auch mal einem Mitarbeiter zugehen und sagen, oh, du hast die letzten 2 Monate gar keine Lernzeit genutzt. Ich finde aber, es gibt auch viele neue Dinge oder so. Also wird da dann auch drüber diskutiert, zu sagen, okay, natürlich. Es sollten auch 60 Minuten sein. Genau, so. Genau. Also auch das ist möglich, ja, zu sagen. Ja. Auch wenn ich gerade was merke, kann ich mal sagen, okay, Mensch, du hast jetzt vielleicht mal ordentlich reingekniet, auch in die Arbeit. Das habe ich festgestellt, ja, also ich will das gar nicht mal so als negativ sehen, sondern würde ich sagen, okay, hey, da hat sich jemand jetzt reingehackt und hat die Lernzeit hinten angehängt, um zu sagen,
hin, ich möchte da mal ein bisschen raus, jetzt finde ich tolle Leistung gemacht und guck mal, was hast du denn gemerkt, wo es dir vielleicht noch fehlt und so das Gespräch führen, dass die Leute sagen, ja, das Thema, da war ich nicht so ganz fit, das würde ich mir mal gern angucken, um dann in den Film zu gehen, hey, dann nimm doch jetzt mal die Zeit und guck das mit Ruhe an, dann fällt es auch leichter im Endeffekt. Ja, so. Ja, spannend, dankeschön. Okay, dann aus dem Chat nochmal, die Christine Out hat auch eine zweigleisige Frage. Einmal, gibt es ein Lernbudget bei euch? Und zum Zweiten, wisst ihr im Sinne eines Monitorings, was gelernt wird? Also auch, um das für euch zu nutzen in der PE. Ein Lernbudget, wir haben ein PE-Budget für Maßnahmen, die wir machen. Das ist da. Das ist, die Dienststellen können auch, haben auch, also die Fachzentren haben auch bei uns ein Budget, wo sie gucken können, wenn jemand was Separates machen will, also ich möchte einen Kurs machen, was dazu passt, wo das auch geht. Eigentlich in der Regel geht das bei uns über das zentrale Budget, was bei uns, muss ich echt sagen, da sind wir gut dabei, das ist ausreichend, da haben wir noch nie Schwierigkeiten gehabt, dass jemand nicht zum benötigten zum Budget Maßnahmen gehen konnte. Ja, so ist, das funktioniert. Und jetzt müssen wir bei der zweiten noch mal kurz nachhelfen. Das ist immer so. Die zweite Frage, nutzt ihr das quasi beim Monitoring? Okay. Nutzt ihr die Informationen im Monitoring aus Sicht der PE? Das war die Frage. Über Inhalte, was gelernt wird. Nee, nutzen wir momentan nicht. Das ist ein Thema, was wir jetzt auch gerade mit der Einführung unserer LXP haben, weil wir da natürlich ganz viel monitoren könnte. Ja, was da technisch gemacht wird. Haben da aber ein großes Vertrauen zum einen in die Mitarbeitenden und sind da eng im Austausch. Also wir haben so ein Roundtable mit allen Lernverantwortlichen aus den Bereichen, wo wir danach halten, wie tickt das gerade, wo hängt es gerade, was braucht es gerade. Die sind nah dran. Ja, so auch in den Gesprächen, in ihren Maßnahmen. Dieses Monitoren wäre bei uns so ein bisschen ja, der Showstopper in Richtung Personalvertretung. Ja, so da legen die ganz großen Wert drauf, dass man nicht auswerten kann, wer wie viel lernt. Ja, so in dem Zusammenhang. Und darum sagen wir, okay, es funktioniert so sehr gut, wir machen gute Fortschritte damit und brauchen das Monitoren in dem Sinn dann. Nicht. Auch nicht momentan nicht gegenüber dem Vorstand, weil auch in den einzelnen Geschäftsbereichen das Thema Lernen einfach einen hohen Stellenwert hat. Okay, vielen Dank. So, Johanna, endlich. Du hast schon so lange die Hand gehoben, aber ich bin mal so ein bisschen hin und her geswitcht. Ja, alles gut. Ich habe einmal ganz kurz die Frage und zwar, also ich bin ein bisschen später in den Call gekommen, vielleicht habt ihr das auch gesagt. Mich würde gerne interessieren, habt ihr irgendwie eine Messbarkeit des Erfolges der Lernzeit, die Mitarbeitende haben? Weil das ist bei uns tatsächlich eine sehr große Diskussion, die immer wieder geführt wird. Ja, wie können wir denn messen, dass das tatsächlich was bringt, dass die Leute, also dass die Menschen lernen dürfen? Mhm, genau. Also wir sind seit 15 Jahren ungefähr. Da können wir die externen Auswertungen mal sehen. Deutschlands beste Krankenkasse bei Focus Money gepostet. Ja, so. Wir haben immer Bestwerte im Bereich Kundenbetreuung, Kundenerreichbarkeit, Akzeptanz in der Fachkenntnis. Ja, wir werden als fachkompetent wahrgenommen bei unseren Kunden. Und das ist für uns der Haupttrigger eigentlich zu sagen, ja, das sind wir auf einem guten Weg, weil wenn wir nicht lernen würden mit Leuten, Arbeitsrückstände vor sich herschieben würden, weil sie die Arbeit nicht erledigen bekommen, würden wir das auch nicht erreichen. Das ist das Positive. Das Negative ist vielleicht dabei, dass viele sagen, und das hatte ich am Montag auch schon gesagt, ja, ich nutze die Lernzeit nicht, weil ich habe den Kunden. Mir ist der Kunde so wichtig. Ja, so. Und dieses Anliegen vom Kunden, das ist wie der Bauer, der mit der stumpfen Sense quasi die Wiese mäht mit der Zeit. Ja, so. Und da muss ich immer mehr anstrengen, um den Kunden zu machen. Und da brauchen wir so noch ein bisschen, müssen wir insgesamt im Unternehmen noch eine Haltung dazu finden, zu sagen, ja, nur wenn ich das nicht tue, bin ich ja heute schon im Hintertreffen. Und das Thema, was dann morgen kommt, wie sieht es dann morgen aus mit den Kompetenzen? Wie weit komme ich dann ins Hintertreffen? Also dieses Ausruhen auf dem, ja, es ist jetzt wichtig, diesen nächsten Schritt dann dabei gehen, das ist noch wichtig und das Thema müssen wir noch angehen.
Okay, aber wenn ich das zusammenfassen darf, also ihr messt euch, also die Messbarkeit ist dahin gegeben, dass ihr sagt, ihr seid Deutschlands beste Krankenkasse, auch ausgezeichnet, und das ist die Messbarkeit, die dahinter steht. Genau, natürlich auch Mitarbeiterbefragungen, alles intern auch noch, wenn wir intern noch messen, das kommt auch mit dazu. Ja, so. Und ja, wie wir auch merken, wie mit dem Thema Lernen in den Bereichen mit, weil die Bereiche begleiten wir auch bei dem Thema Lernen, ja, sehr eng. Und wir merken, wie viel Herzblut und wie viel Engagement auch in den Bereichen da drin steckt. Dankeschön. Es sind jetzt noch einige Fragen im Chat reingekommen. Ich will die auch jetzt bitte nicht wegwischen, aber ich habe eine Frage an dich, Ralf. Wie wollen wir damit verfahren? Ich denke, ein, zwei Fragen kriegen wir auf jeden Fall noch gut hin im Daily-In. Genau. Wollen wir alles andere dann auf die Zeit danach verschieben, dass sich die Leute asynchron mit dir vernetzen können? Oder was ist das hier? Das können wir auch mal. Also was ich auch machen kann, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ich könnte auch 10 Minuten länger machen. Was ich ja, bei den anderen aussieht. Von daher, wenn es passt, der ist dann gern mit dabei. Ne, so, und dann kann man das so machen. Ne? Ja, super. Dann von meiner Seite auch kein Problem. Dann lass uns das mal auf 10 nach einsetzen. Und wenn wir dann noch Dinge übrig haben, der ganze Tag, die ganze Woche ist noch nutzbar. Genau. Okay. Genau. Ne? Als nächstes, von dem Ernst, bin ich auch eine super spannende Frage, der fragt nach dem Stichwort Kompetenzen, und zwar mit dem Hintergrund, ob ihr die Kompetenzen eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichtbar macht, sodass innerhalb der Organisation sich die Leute vernetzen können zu bestimmten Fragestellungen, Learning Circles bilden, sowas. Ja, die können alle Mitarbeitenden kenntlich machen. Also wir haben ein Kompetenzmodell, das ist aber sehr noch auf der Metaebene, ist nicht im Einzelnen runtergebrochen. Wir haben einzelne Geschäftsbereiche, die sich sehr ganz stark mit dem Thema Kompetenzen und Skills beschäftigen. Die beraten wir auch. Aber im Rahmen dessen habe ich jetzt nämlich da gleich auf der richtigen Seite gelandet, indem wir uns ein Profil anlegen können, jetzt schon bei uns in unserem SharePoint, wo ich für mich auch Kompetenzen bereite, also sagen kann, wo ich gut bin, wo ich meine Kompetenzen auch schildern kann, können mich Leute auch dementsprechend auch schon finden, das schon über seit wir SharePoint nutzen dafür. Und jetzt durch die Einführung unserer Learning Springs Plattform wird das nochmal einen größeren Schub bekommen, weil da wir ganz stark auf das Thema Kompetenzen und Skills auch gehen können. Ja, da lege ich mein Profil an, das Profil kann ich sichtbar machen und so komme ich zur Vernetzung. Okay, als nächstes ist eine Frage von der Sabine Katzmeier. Sabine, da würde ich dich bitten, vielleicht die nochmal nachzuschärfen, weil ich glaube, Teile davon sind schon beantwortet, aber ich lese einfach mal vor. Wie sieht es aus mit einer Lern- und Ergebniskontrolle bzw. Selbstkontrolle im Unternehmen? Kann ich was dazu sagen? Ja, gerne. Ja, bitte. Also gut, ich bin ja im Lohnabrechnungsbereich unterwegs, ja, und zum einen ist hier, also gerade für die jüngeren Leute, die ich jetzt ausbilde, ist wichtig, dass sie sich vernetzen, auch interdisziplinär vernetzen. Das ist auch fachlich wichtig, ja. Also sprich auch in Gruppen zu lernen. Und zum anderen ist auch, also zum einen ist im Selbstlernen auch wichtig, dass eine gewisse Struktur vorgegeben wird, aber auch Freiheit, dass sie sich, sage ich mal, auch selbst organisieren, wie sie das machen wollen. Im Lohnabrechnungsbereich ist aus meiner Sicht schon wichtig, so Ergebniskontrollen, also zum einen, was habe ich verstanden, ne? Habe ich das Richtige verstanden, zum anderen auch selber Checklisten oder Fragebögen, Online-Fragebögen oder wie auch immer, aber natürlich auch wichtig, dass sie sich selber überprüfen können, zum anderen, wie überprüft das Unternehmen, wie viel Know-how ist da angekommen, ja, also durch dieses Training oder durch das Selbstlernen. Also fachlich auch, ja. Also mir geht es auch viel um Fachlichkeit, weil ich sage jetzt mal so, das ist ja auch wichtig für Unternehmen. Ist es effizient? Passt es auch? Was können die jetzt umsetzen zu dem Zeitpunkt X, ja? Wo brauchen sie doch noch was mehr? In welchen Frequenzen muss Praxis und Theorie im Wechsel abfolgen, ne? Weil das ist ja auch wichtig in dem Bereich. Also sprich, zum einen die Ergebniskontrolle für den Teilnehmer und also was habe ich verstanden selber und auch natürlich die Ergebniskontrolle durchs Unternehmen, was ist da angekommen und wie effizient war das Training? Genau. Also genau. Okay, also wir haben hier die Anforderung, die wir haben
so wie ich dich verstehe, wir haben Arbeitsplätze, in denen muss genau gearbeitet werden. Also, ne, Lohnabrechnung, wenn die nicht stimmt, dann funktioniert das nicht. Ne, so in der Richtung. Da gibt es natürlich, da bin ich vielleicht mehr im formellen Bereich, weil ich sagen muss, okay, diese Dinge müssen jetzt hier, da gibt es eine Grundqualifizierung, da bin ich formell, kann ich einfach sagen, okay, guck dir mal da, ne, mach doch mal für dich eine Lernreise und guck mal, wie man Lohnabrechnung macht und da muss ich ja wissen, wie gehe ich mit dem Tool auch um. Da haben wir vielleicht ein Part, wo es vielleicht mehr das Thema erstmal ist, einen fachlichen Input zu haben. Ich habe es hier gerade mal runtergescrollt, weil es passt ganz gut. Was wir dabei machen im Thema, auch im Thema Onboarding, ist beispielsweise, dass wir solche Geschichten mittlerweile nicht mehr in eine Woche Druckbetankung nehmen, ja, sondern genau. tatsächlich hergehen und das in Lernreisen nehmen. Also es ist hier eine Lernreise, da geht es um eine Qualifizierung von neuen Mitarbeitenden, ja, so, um was geht es da, da geht es um Marktgestaltung, das ist vertrieblich jetzt ein bisschen orientiert, kann man aber auch genauso in fachliche nehmen, ja, so, und kann, und wir haben neue und erfahrene Mitarbeitende und die bringen wir da zusammen. Das heißt, wir haben natürlich in dieser Lernreise, wenn man das so sieht, ja, so, wir haben einmal Kickoff, wir haben Selbstlernphasen, die aber dann auch immer auf einen gewissen Aufgabe hinzielt, was in dieser Selbstlernphase gemacht werden soll. Und das ist immer die Vorbereitung sozusagen für das Modul, wie hier beispielsweise Modul 1 TK Vertrieb. Ja, das heißt, es ist immer gezielt und wir wollen einfach auch dahin gehen zu sagen, diese Präsenzphasen sind eigentlich fast viel zu schade, nur dass vorne jemand steht und mir sagt, wie es gemacht wird, sondern dass man hier dieses Flipped Classroom-Konzept nimmt, zu sagen, nee, wir geben das, was zu lernen ist, erstmal raus. Das kann man allein oder in Kleingruppen machen und gucken dann in diesen Modulen, wie es verstanden worden ist und wie es umgesetzt werden kann, sodass dieser Bruch, den wir auch kennen zwischen Theorie und Praxis, dass der einfach nicht so hoch ist. Ja, sondern dass es da einfach ist, okay, ich lerne von der Praxis, ich nehme dann Erfahrungen mit, kriege dann hier nochmal wirklich die Abstimmung auch vom Moderatoren oder von der Moderatorin und von den Kollegen. So, und gehe so in, so wie es hier ungefähr ein bisschen aufgezeichnet ist, Step by Step, dann durch eine Qualifizierung durch. Das Ende zielt immer darauf hin, ich habe eine Qualifizierung. Und das, was dann dazu kommt, wo ich die Erfahrung habe, dass dann auch immer der Praxisaustausch kommt. Wie kann ich vielleicht was besser machen? Ich habe hier ein Best Practice, ich habe gesehen, so funktioniert das nochmal besser. Dass dieser Austausch weitergeht und der kann informell weitergehen. Das ist immer so ein Zusammentun zwischen formell und informell. Den Austausch einfach zu stärken. Also sehe ich das jetzt richtig? Also das Gelbe ist hier praktisch die Selbstlernphase, ja? Und das genau. Blaue ist dann, was dann? Ist ein Webinar, oder? Das ist ein Webinar. Ja. Okay. Veranstaltung, also, das kann ein Tag sein. Ja, also ein formelles Angebot, dann was darauf abzielt. Na, so, genau. Mhm. Ja. Okay. Aber das nicht mehr so, also wenn ich mal bei Gehaltsabrechnung bleibe, Gehaltsabrechnung A bis Z, von Montag bis Mittwoch fangen wir an und dann am Ende, was wegen der Gehaltsabrechnung funktioniert. Genau, das geht nicht. Das ist so, da, ne? Genau. Ne? So, und in dem Zusammenhang. Und das versuchen wir in ganz vielen Bereichen, auch gerade beim Onboarding, wir haben ganz viele Quereinsteiger, ja, versuchen wir einfach, die so mit hineinzunehmen, dass sie das in kleinen Häppchen bekommen, verarbeiten können und gleich Erfahrung sammeln können. Und das Thema Learning on the Job ist dann da nochmal ausgenommen. Also, weil das ist ja sehr wichtig. Okay, jetzt habe ich gerade das Problem und wie gehe ich das an? Und davon können andere auch profitieren, ne? Genau, und dann bin ich in der Praxis und dann habe ich meine Ansprechpartner, auch Learning on the Job, genau, das ist dann der dritte Part noch dazu, ja, so, ist hier eine Selbstlernphase mit dabei oder ich habe einen neuen Punkt, habe ich immer jemand auch bei mir, den ich fragen kann, mit dem ich austauschen kann, um genau das zu nutzen, Austausch, Erfahrung sammeln, umsetzen, Praxis haben, genau. Wie ist es mit den Leuten, die dann diese Leute ausbilden, sage ich mir, jetzt on the job, werden die auch, sage ich mir, wird denen auch Lernzeit gegeben? Weil ich meine, dieses Thema, ne, einarbeiten, ausbilden, kostet ja auch wahnsinnig viel Zeit nebenher. Genau. Also zum einen sind wir wieder von PE, das ist wieder so unsere zentrale Aufgabe, die Leute zu qualifizieren, die andere Schulen, da haben wir
auch verschiedene genauso aufgebaut, wie es jetzt hier ist, ja, mit Selbstlernen und mit Inputphasen. Ja, einmal zum Thema, haben wir einmal schnell gute Schulungskonzepte gestalten, nennt sich das einmal bei uns für Anfänger. Wenn es im digitalen Bereich ist, haben wir Webinare einfach und gut gestalten genommen, um zu sehen, wie mache ich das im digitalen Raum. Und dann kann es natürlich auch noch ganz andere Austauschformen geben in dem Zusammenhang, die wir dann individuell dann auch noch für die Einheiten dann bereitstellen können. Mhm. Okay. Sabine, sei mir nicht böse. Ich würde gerne. Ich war schon zu lang. Ich war schon. Nein, zu lang gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Es sind da alle spannende Themen. Ich möchte dich jetzt nicht abwürgen, aber im Chat sind auch ein paar andere Fragen. Alles klar. Miriam fragt, ob formelle Fortbildung, also extern zum Beispiel, bis 8 Stunden auf einem Seminar, ist das quasi dann schon 8 mal 16 Minuten Lernzeit? Oder? Nein, das ist ausgenommen. Alles, was formell ist, was wir an Online-Trainings auch, wenn jemand zur Präsenzveranstaltung geht, so in so einem Rahmen, wie ich es hier gezeigt habe, ob das jetzt ein Webinar ist oder ob das eine Präsenzveranstaltung ist, ja, so, zählt nicht auf die Lernzeit ein. Die 60 Minuten sind die individuelle Lernzeit, die Mitarbeiter nutzen können. Okay. Und bei diesen Lernreisen vielleicht noch, für diese Selbstlernphasen, da legen wir auch fest, wie viel Lernzeit dafür im Schnitt gebraucht werden soll. Und das wird beim Kickoff allen Beteiligten mitgegeben und haben dann auch die Führungskräfte, dass es bereitgestellt wird. Die Christine fragt, ob es Lernverantwortliche aus den Bereichen gibt. Ich glaube, die Frage ist in Teilen schon beantwortet, aber vielleicht sagst du es nochmal explizit. Oder Christine, ist die Frage für dich schon klar? Weil die Antwort ist selber. Ja, nein, er hat nur erwähnt gehabt, dass es die gibt, aber ich habe noch nicht verstanden, wer sind die, wie viele sind das, sind die aus dem PE-Bereich? Also es würde mich einfach interessieren, weil das war nur so ein, ja. Okay, das habe ich nur gestreift, genau. Nebenbei, ja, genau. Das hat sich entwickelt bei uns. Weil wir natürlich durch Aufstellung mit Kompetenzzentren die ganze Fachkompetenz in den einzelnen Bereichen haben, haben wir dann dort diejenigen, die dann für das Thema Lernen verantwortlich sind, haben wir qualifiziert. Und die Fachbereiche oder diese einzelnen Einheiten haben jetzt geguckt, okay, wie organisieren sie sich? Und wir haben da auch ein bisschen eine heterogene Welt. Es gibt Fachbereiche, die haben sogenannte Lernkoordinatoren. Ja, so, die dann in den einzelnen Zentren unterwegs sind. Wir haben einen Geschäftsbereich, gerade unser Telefoniebereich, die haben das hier in Hamburg gebündelt, die dann Schulungsunterlagen für das Land bereitstellen, wo dann dort diejenigen, die die Schulung machen sollen, dann einfach darauf zurückgreifen können, dass dann wieder Vorbereitungsaufwand für die nicht so groß ist. Ja, so. Und mit denen sind wir jetzt, also da bin ich jetzt in meiner Funktion natürlich in sehr engem Austausch, um zu gucken, was braucht es, brauchen die noch Unterstützung. Gerade beim Thema LXP-Einführung jetzt müssen wir denen ganz eng zusammenarbeiten, dass damit auch die Inhalte für die Mitarbeiter richtig angezeigt werden, ja, dass die Treffer auch da sind. Ne? Beantwortet das deine Frage so? Ja, super, Dankeschön. So, dann muss ich jetzt einmal kurz gucken. Mein Chat ist weg. Da ist er. Und zwar die Anne Säubert. Wenn sie noch da ist, habe ich noch eine Nachfrage zu der Frage. Die fragt, gibt es einen messbaren oder spürbaren Unterschied zwischen den Generationen, also ältere Teile der Belegschaft und jüngere Teile der Belegschaft? Und jetzt muss ich interpretieren, vermutlich bezogen auf die Inanspruchnahme der Lernzeit. Sollte das falsch sein, Anne, und du noch da sein, dann korrigier uns bitte. Ist vielleicht nicht mehr da. Genau, stimmt. Nein, also kann ich nicht feststellen. Also aus meiner Erfahrung, ich gehöre jetzt auch im Endeffekt ja bei uns zum älteren Semester und bin schon lange im Unternehmen und habe viele Erfahrungen, viele Workshops, die ich mache und ich kann das nicht feststellen, dass das dann ein Unterschied ist. Kann auch für mich nicht feststellen, dass man sagen kann, okay, weil jetzt jemand ein gewisses Alter hat, ist es nicht mehr so einfach mit der Dinge zu arbeiten, auch im Lernen. Da finde ich ganz unterschiedliche Motivationen vor und auch bei manchen Jüngeren
wo ich mir dann sage, okay, wie sieht es da vielleicht in 20 Jahren aus? Ja, so, wenn die Einstellung jetzt schon in der Form da ist. Aber es ist ein spannendes Thema, ja. Sabine habe ich nochmal gerade gesehen, hat sich gemeldet, ne? Ja. Ja, war ein Fehler, alles. Okay. genau, also wir haben noch eine Frage im Chat, und zwar von Thomas Werner, der fragt, gibt es Gedanken zum KI-Coaching? Vermutlich, ob die KI die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter coacht bei den Lerninhalten. Meinst du das, Thomas? Ja, genau, das meine ich. Also es gibt ja mittlerweile ziemlich viele Bemühungen, auch von Universitäten, KI im Coaching einzusetzen. Wir hatten gestern erst ein längeres Gespräch darüber und wir glauben, dass der Markt da ziemlich rasant Fahrt aufnimmt, und die Frage ist hier einfach, wird es in Zukunft sowas wie einen hauseigenen KI-Coach für bestimmte Themen geben? Denn es ist ja implementierbar. Genau, also es wird, wir arbeiten an so etwas, die ersten Zeiten schon natürlich in Richtung Kunde, machen wir schon ganz viel mit KI. Was Dunkelverarbeitung nennt sich das bei uns. Also wenn Leistungsanträge alle die richtige Form haben, muss ich das nicht mehr angucken. Das kann die KI schon bei uns bearbeiten. Dann geht es von heute auf morgen. Und jetzt im Lernbereich machen wir jetzt erste Erfahrungen, wie wir das einsetzen können. Aber das wird ein Thema sein, was künftig kommt. Und das ist auch, was natürlich dann darauf einzielt, wie gehen die Mitarbeitenden damit um, mit dem Thema Lernen und KI? Ist das nochmal eine neue Herausforderung? Ja, so. Und das ist auch vielleicht ein Thema, was wir dann vielleicht morgen nochmal ganz gut andiskutieren können, weil da habe ich ja so ein paar Thesen aufs Board geschrieben, ja, heute schon. Ja, so, wo man nochmal gucken können, was sind die Themen denn dabei und wie können wir die Leute da mitnehmen? Also, ich glaube, das ist. Das Größere, die Tools wird immer jeden Tag, gerade in der KI, habe ich gestern gehört, 4 Wochen in der KI, das sind Jahrzehnte manchmal, ja, so, was der Zeitverlauf fast ist gerade, was sehr dynamisch ist, ja, so, und wird auch bei uns wir haben die M365 Welt bei uns auch, ja, und da ist halt die Microsoft KI schon mal im Hause, im Endeffekt, und da müssen wir gucken, wie können wir die sinnvoll umsetzen, nutzen. Ja, vielen Dank, Ralf. Thomas, deine Frage ist, glaube ich, zumindest für heute beantwortet. Ich habe schon gesehen, du bist morgen wieder dabei, das freut uns. An der Stelle würde ich auch schließen wollen, Ralf, weil ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet. Ja, sollten wir irgendjemanden vergessen haben, meldet euch bitte und nutzt den Tag auch asynchron hier auf dem Konzeptboard. Gebt Ralf ein Feedback, stellt eure Fragen und gebt auch gerne eure Erfahrungen zurück rein ins Netzwerk, denn von euch lebt der MOOC natürlich. Ne? Genau. Dann deswegen sage ich jetzt für jetzt erstmal ganz herzlichen Dank an euch alle. Habt einen schönen Tag und wir sehen uns morgen früh wieder. Ja, vielen Dank. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss.